Vielen Dank für die einleitenden Worte. Und dann darf ich heute unser Projekt vorstellen, in dem es eben ja einmal um den Verwaltungsdiskurs auf der inhaltlichen Ebene geht in der preußischen Regionalverwaltung in der Rheinprovinz oder in der späteren Rheinprovinz im frühen 19. Jahrhundert und auf der methodischen Ebene vergleichen wir ja verschiedene Topic-Modelle und fragen, wo denn die Vor- und Nachteile verschiedener Topic-Modell-Architekturen liegen. Ich darf gleich einleitend sagen, dass was ich hier vorstelle, ist ein Arbeitsbericht. Das heißt, es sind jetzt noch keine endgültigen Ergebnisse, die ich hier präsentiere. So, die Maus, ja? Die macht's. Sehr gut, danke. Also ich werde kurz was zur Motivation, zur Fragestellung sagen. Dann spreche ich darüber, wie wir unsere Quelle transkribiert haben. Es handelt sich um handschriftliche Verwaltungsberichte. Da stelle ich kurz unser Verfahren vor. Dann spreche ich über die verschiedenen Topic-Modelle, die wir vergleichen. Ja, und die Pipeline, die dazu notwendig ist, um das zu tun. Und dann stelle ich die Ergebnisse vor und fasse kurz zusammen. Ja, auf der inhaltlichen Ebene, ich sagte es schon, interessiert uns die Verwaltungskommunikation der preußischen Regionalverwaltung. Das sind vor allem dann Fragen, welche Problemfelder werden angesprochen und wie ändern sich diese Themen über die Zeit. Konkret geht es zunächst mal um die spätere Rheinprovinz in der Frühphase des 19. Jahrhunderts, 1816 bis 1822, also diese Phase der Staatenbildung. Und damit verbunden auch die Frage, welche Institutionen werden denn übernommen von den Franzosen aus der Franzosenzeit? Welche Probleme benennen die preußischen Regierungspräsidenten, die jetzt hier vor Ort sind? Diese Provinzen in die preußische Monarchie integrieren müssen. Warum ist die Rheinprovinz so interessant? Einmal findet hier eine erfolgreiche und frühe, schnelle ökonomische und gesellschaftliche Modernisierung statt und ist dann eben ganz zentral für die Industrialisierung Preußens. Bis 1822 existieren zwei Provinzen. Das ist einmal die Provinz Jülich-Kleve-Berg und das Herzogtum, Großherzogtum Niederrhein, bestehend aus den Provinzen, aus den Regierungsbezirken Aachen, Koblenz und Trier. Und dieser Zusammenschluss der Rheinprovinz oder dieser beiden Bezirke zur Rheinprovinz stellt dann auch unseren Schlusspunkt der Untersuchung dar. Wir müssen irgendwo den Schlussstrich ziehen. Das liegt vor allem auch an der Menge des Materials. Das ist deswegen, das ist quasi so motiviert. Was wir hier auch tun wollen, also das ist Teil quasi eines mehrstufigen Projektes. Einmal geht es eben um die Verwaltungskommunikation, um die Frage, was können Topic-Modelle bei der Erschließung dieser Quelle tun. Auf der anderen Seite wollen wir diese Quelle eben auch für die Öffentlichkeit erschließen. Erschließen, sage ich, und nicht edieren, weil es eben aufgrund der Textmasse erstmal nur um eine Transkription gehen kann und dann eine Publikation dieser Transkriptionsergebnisse sehr wahrscheinlich über einen TI-Publisher. Also das ist so der inhaltliche, geschichtswissenschaftliche Kontext, in dem wir uns bewegen. Der methodische Kontext ist einfach die Frage, wir wollen weiter dieses Potenzial von Topic-Modellen für die Geschichtswissenschaft ausloten. Na, es ist sicherlich so, dass da ein großes Potenzial da ist, was so eine Inhaltsanalyse, eine Inhaltszusammenfassung von dieser 1 Million Bücher, die uns das Web jetzt zur Verfügung stellt, ermöglicht. Auf der anderen Seite sehen wir oder sehe ich noch relativ wenige Anwendungen und vor allem, wenn es so um Historiografie geht, die Analyse von historischen Zeitschriften und die Frage nach Turns in der Geschichtswissenschaft beispielsweise. Und auch das hat seine Gründe, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Also wir wollen verschiedene Modellarchitekturen vergleichen, fragen, wie gut könnt ihr denn die logische Struktur der Quelle wiedergeben und wie gut sind diese Modelle dann, diese unterschiedlichen Modelle in der Verschlagwortung nach inhaltlichen Kriterien, die dann eben eine auf die Quelle zugeschnittene Suche möglich macht. Weil das ist ja dann eigentlich der Sinn und Zweck oder einer der wichtigsten Punkte, warum wir uns als Historikerinnen und Historiker
mit diesem Topic Modeling auseinandersetzen können. Sie verschlagworten große Mengen an Text, ja, ohne dass wir vorher Kategorien festlegen, ja, und ermöglichen eben auch Textteile, einzelne Textabschnitte unterschiedlichen Kategorien zuzuordnen. Ein weiteres Element dieser Topic-Modelle und ein weiteres potenzielles Anwendungsgebiet von Topic-Modellen ist natürlich der deskriptive analytische Vergleich, hier beispielsweise zwischen verschiedenen Regierungsbezirken. Ja, also herrscht ein anderer Diskurs in der Rheinprovinz als in den alten preußischen Provinzen in der Phase dieser frühen Staatenbildung. Wie sieht es im Vormärz aus? Ja? Oder zur Zeit der Choleraepidemie in den 1830er Jahren? Reagieren hier unterschiedliche Bezirke, die auch unterschiedlich natürlich historisch geprägt sind, kulturell geprägt sind und gesellschaftlich natürlich unterschiedlich strukturiert sind, reagieren die hier anders auf bestimmte historische Ereignisse? Ja, zur Quelle selbst, zu den Immediatzeitungsberichten. Die liegt zunächst mal in einer handschriftlichen Form vor. Und das ist natürlich schon auch einer der Gründe, warum wir als Historikerinnen und Historiker, als Zunft, so wenig mit solchen Topic-Modellen arbeiten. Und wir haben zwar eine Masse an Quellen, gerade im 19. Jahrhundert, hat die Vielschreiberei eingesetzt. Aber uns liegt das Material eben häufig gar nicht digital vor. Ja, sodass wir diese Methoden gar nicht nutzen können. Und so ähnlich ist es eben auch bei den Immediatzeitungsberichten. Das sind die Verwaltungsberichte der preußischen Regierungsbezirke. Die preußischen Regierungsbezirke sind die Ebene unter den Provinzen, also die zweite Ebene in der, die zweite Mittelinstanz in der preußischen Verwaltung. Darunter finden Sie dann nochmal die Land- und Stadtkreise. Ja. Die Quelle hat ihren Ursprung im 18. Jahrhundert, ist für das Rheinland dann ab 1816 bis 1913 überliefert, in einem monatlichen Berichtsrhythmus. Ab 1867 reduziert sich das auf einen dreimonatigen Berichtsrhythmus und enthält eben allerlei Informationen zu Witterung, zur Landwirtschaft, zu Lebensmittelpreisen, zu Handel und Gewerbe, zum Import von Kolonialwaren, zur Gesundheit von Mensch und Vieh, zur Sicherheitspolizei, also beispielsweise Unglücksfälle, Morde, Diebstähle, größere Raubzüge und eben alle möglichen Verwaltungsangelegenheiten. Und so ist das eben eine sehr umfangreiche und detaillierte, wertvolle Quelle für die Alltagsgeschichte, für die Sozialgeschichte, für die Witterungsgeschichte, für die Wirtschaftsgeschichte, für die Umweltgeschichte, wird eben aber aufgrund dieses großen Umfangs kaum genutzt. Also Reinhard Koselleck hat es beispielsweise genutzt in seiner Geschichte des preußischen Staates, der preußischen Verwaltung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ich hatte es angedeutet, die Masse allein für diese Zeit 1816 bis 22 arbeiten wir mit 44 Aktenbänden, ungefähr 10.000 Einzelseiten. Also wenn man die Doppelseite trennt, entstehen 10.000 Einzelseiten. Und wenn wir das über die gesamte preußische Monarchie, über diese gesamten 100 Jahre denken, dann sind wir sehr schnell bei 100.000 Seiten, die digitalisiert werden müssen und transkribiert werden müssen. Unsere Lösung ist hier ein halbautomatisches Verfahren zunächst mal gewesen mit Transkribus. Das kennen die meisten wahrscheinlich von Ihnen. Wir haben hier ein Basismodell benutzt, was es dann erlaubt, eben eine automatische Transkription zu erstellen. Die ist jetzt noch nicht perfekt, also ist noch relativ hohe Fehlerrate noch drin gewesen von 10-15%. Wir haben dann durch ein menschliches Double-Key-Verfahren haben wir diese Fehler korrigiert. Für die Berichte der Jahre 1816, 17 haben wir das gemacht und haben dann ein eigenes Modell trainiert, das jetzt angewendet auf einen neuen Datensatz der Düsseldorfer Berichte von 1821 eine Wortfehlerrate von 3,4% hat. Also das ist finde ich ein ganz ansehnliches und gutes Ergebnis. Das Modell ist auch unter dieser ID, die Sie hier sehen, veröffentlicht. Und Sie sind eingeladen, das auszuprobieren, sollten Sie eine ähnliche Handschrift haben. Also Ihre Quelle, nicht Sie, das werden Sie nicht schaffen. Was wollte ich sagen? Die Grundlage für unser Topic-Modell sind aber eben diese Double-Keyed-Transkription. Also da sind sehr wenige Fehler drin noch.
Genau. Unser Ziel ist es jetzt eben, eine inhaltliche Analyse zu erstellen und diese Topic-Modell-Architekturen miteinander zu vergleichen. Was haben wir getan? Wir haben diese Texte nicht nur transkribiert, wir haben sie auch auf einzelne Berichtskategorien heruntergebrochen und als TXT-Dateien exportiert. Das heißt, mir liegt jetzt eine TXT-Datei vor zur Kategorie Handel beispielsweise im Bezirk Düsseldorf für den April 1817. Ja, das ist die Ebene, aus der das ist unsere das ist die Ebene, auf der die Daten vorliegen. Und das erlaubt mir jetzt wieder auf der anderen Seite, das hoch zu aggregieren. Ich kann also den ursprünglichen Bericht wiederherstellen. Ich kann aber auch über andere Achsen aggregieren. Also ich könnte beispielsweise alle Berichte zur Witterung, alle Berichte zu Unglücksfällen, zu Lebensmittelpreisen in einem Regierungsbezirk oder über alle Regierungsbezirke und alle Jahre, die mir zur Verfügung stehen, aggregieren. Ja. Und kann dann eben für diese Teilkategorien, für diese Unterabschnitte nochmal genauere Topic-Modelle machen, um nochmal eine genauere, eine detailliertere Inhaltsanalyse zu machen und zu fragen, welche Unterthemen stecken denn in diesen Texten drin. Und das ist eigentlich ja das Interessante hier. Wir arbeiten in einem Jupyter-Hub und einer lokalen Conda-Umgebung. Und das Topic-Modeling betreiben wir mit TomatoPy. Das ist eine Python-Bibliothek. Wir haben uns gegen Gensim entschieden, wir haben uns gegen SKLearn entschieden. Das sind vielleicht Bibliotheken, die man eher kennt, wenn man sich mit Topic Modeling beschäftigt. Das liegt zum einen daran, dass TomatoPy eine bessere Runtime hat, also schneller ist als Gensim. Und es hat noch weitere Vorteile. Unter anderem ist der Output von TomatoPy so gestaltet, dass wir das eine weitere Bibliothek, die PyLDA-Bibliothek, auf andere Modellarchitekturen anpassen können. Also diese PyLDA-Bibliothek ist eigentlich nur so, es ist so aufgebaut, dass sie eine bestimmte Art von Topic-Modell visualisieren kann. Wir können das aber so umbauen, oder Alexander hat es so umgebaut, dass sie auch andere Topic-Modell-Architekturen visualisieren kann. Und das geht eben mit TomatoPy einfacher als mit anderen Bibliotheken. Neben diesem PyLDA-Biz, das ist unser Visualisierungstool, das habe ich schon gesagt, arbeiten wir dann mit diesen Standardbibliotheken, die man in diesem Natural Language Processing Bereich findet. Kurz zu den Topic-Modellen oder dazu, was macht ein Topic-Modell eigentlich? Ganz grob zusammengefasst, findet ein Topic-Modell basierend auf dem Vokabular eines Korpus Wortcluster, also Gruppen von Wörtern, die in bestimmt definierten Textabschnitten, also im Jargon heißt das Dokumente, gehäuft miteinander auftreten. Und diese Wortcluster können wir dann eben interpretieren, wenn wir die nötige Fachkenntnis haben, also auch das sollte ich dazu sagen, und mit Labeln versehen. Ja, aber das funktioniert eben auch nicht immer. Also nicht jedes Topic-Modell ist durch menschliche Forschende interpretierbar und nicht jedes Thema ist durch den Menschen interpretierbar. Na, selbst wenn das Modell sagt, das ist das beste Topic-Modell, das hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das ein Topic ist, heißt das nicht, dass wir das unbedingt lesen können. Ja, und das ist nachher auch die Achse, an der ich meine Vergleiche vornehme. Na, und das macht eben die Verschlagwortung oder die Indexierung von großen Textmengen möglich, ohne vorher Kategorien festgelegt zu haben. Alles, was Sie tun müssen, in der Regel müssen Sie sagen, wie viele Kategorien Sie denn gerne hätten. Ja. Das sind dann probabilistische Modelle, die in der Regel auf der bayesianischen Statistik beruhen und eben verschiedene Sampling-Verfahren notwendig machen. Das berühmteste Topic-Modell oder die berühmteste Architektur ist die Latent Dirichlet Allocation oder LDA. Die gibt es seit 2003 und wurde von einem Mann mitentwickelt, der Michael Jordan heißt, aber nicht der Basketballer ist. Das verwirrt mich immer. Ich dachte, der könnte mehr. Und in diesem LDA das hat drei grundsätzliche Annahmen. Zum ersten, dass so ein Text Korpus aus Dokumenten besteht, dass diese Dokumente aus einer Verteilung verschiedener Themen bestehen. Das wären dann die Topics
Und jedes dieser Topics besteht eben wieder aus einer Verteilung über das Vokabular des Korpus. Und dann starten Sie einen Sampling-Algorithmus, der Ihnen dann Topics findet und Worte diesen Topics zuordnet. Es gibt eine Variante von LDA, die gewisse Hyperparameter schon optimiert. Sie müssen eine anfängliche Verteilung von Topics über Dokumente annehmen, ja, und eine anfängliche Wortverteilung annehmen. Und diese LDA-Variante, die optimiert diese Annahme, diese Startannahme. Es gibt korrelierte Topic-Modelle, das ist das CTM. Das modelliert noch Korrelationen von Topic-Anteilen, schärfere, also das Ziel ist, schärfere Topics zu finden. Die Frage ist, ob das funktioniert. Weil man ja annehmen kann, dass beispielsweise ein Text zu Ernährung und zu Kochen, ne, Dokumente, die sich über Ernährung unterhalten und welche, die sich über Kochen unterhalten, dass die vielleicht ein gemeinsames Vokabular teilen und eben korreliert sind miteinander. All diese Modelle bei all diesen Modellen müssen Sie die Anzahl der Topics vorgeben. Also müssen Sie sagen, ich will 15 Kategorien finden, ich will 20 Kategorien finden. Bei HDP ist das nicht so. Bei dem hierarchischen Dirichlet-Prozess findet der Prozess selbst die optimale Anzahl an Clustern. Okay, nach diesen technischen Details zu den Ergebnissen. Jetzt sehen Sie hier auch diese LDA-Visualisierung. Da links, das sind die Topics, wie sie sich auch zueinander im Raum verhalten. Das heißt also Topics, die übereinander liegen, nahe beieinander liegen, die teilen wahrscheinlich einen Großteil des Vokabulars, die sind gewissermaßen ähnlich. Rechts sehen Sie, welche Wörter für dieses Topic entscheidend sind. Ganz wichtig ist bei diesen Ergebnissen, das sind jetzt keine globalen Ergebnisse, sondern in dem Sinne lokale Ergebnisse, als dass sie eben auf diesem Quellentyp, basieren und auf der Aggregation, die ich vorgenommen habe. Hier habe ich die Kategorie Handel aggregiert in Düsseldorf über alle Berichte. Und das habe ich mit LDA gemacht, mit SLDA gemacht. Und das Ergebnis hier ist auch, dass LDA und SLDA bei dieser Art der Aggregation die am besten interpretierbaren Topics erzeugen. Also was Sie hier sehen, die wichtigen Wörter hier sind Messe, Frankfurt, Leipzig. Und wenn man mal kurz nachdenkt, ja, Frankfurt und Leipzig sind wichtige Messeorte. Ja, also das sind die Messeberichte, die sich in diesen Berichten finden. Ja. Und die auch tatsächlich vorhanden sind. Also ich habe nachgelesen. Wir können, also auch LDA hat eine sehr hohe Schärfe bei so einer Zusammenfassung eines Themas. Sie sehen das hier bei der Mortalität. Hier findet man beispielsweise ein Thema zu den natürlichen Blattern, aber auch zu anderen Krankheiten. Schlechter wird LDA, wenn die Berichte dünner werden. Das heißt, wenn das Vokabular eindimensionaler wird, wie beispielsweise bei der Witterung. Ja, da sind dann nur noch wenige Top-Wörter vorhanden und wir haben auch einige leere Topics. Das sind diese kleinen schwarzen Punkte, die da aussehen, als wäre da eine Fliege gegen die Wand geflogen. Das sind Topics, die überhaupt keine Wörter enthalten. Ja. Dieser hierarchische Dirichlet-Prozess, was der tut, der ist gewissermaßen gut darin, übergeordnete Strukturen zu finden. Was er auf dieser Ebene der Aggregation über einzelne Kategorien tut, er findet Präpositionen. Ja, oder wenn es ein Thema ist, in dem es viele Zahlen gibt, beispielsweise weil Tabellen aufgelistet sind, findet er diese Zahlen. Also es gibt ein Zahlenthema. Er findet auch Kapitelüberschriften. Ja, also er findet diese übergeordneten Strukturen. Wenn man alle Berichte zusammenwirft, beispielsweise über ein Jahr in einem Regierungsbezirk, dann findet dieser Prozess auch einzelne Berichtskategorien beziehungsweise Unterthemen von Berichtskategorien. Also was Sie hier sehen, das sind Preisangaben, ja, für verschiedene Nahrungsmittel. Also es gibt immer Tabellen zu Preisangaben für Weizen, Rindfleisch und so weiter und so fort. Hier sehen Sie die Warenkategorien, die Gewichte, die Gewichtsmaße. Und dieses Berlin macht hier auch Sinn, weil es eben um den Berliner Scheffel geht. Ja? Also um das Berliner Gewichtsmaß oder das preußische Gewichtsmaß. Genau.
CTM hat die schlechtesten, liefert die schlechtesten Ergebnisse. Also hier sind eigentlich kaum eine Abgrenzung von Topics möglich. Das liegt sehr wahrscheinlich an der Art der Kompilation. Wenn ich über eine Kategorie integriere, dann ist halt alles mit allem korreliert und das ist das, was wir hier sehen. Genau. Hier nochmal zusammengefasst, was ich eben gesagt habe. Was noch zu erwähnen ist zusätzlich, ist, dass die Größe des Vokabulars eben auch entscheidend ist. Also wir haben es hier auch mit Berichten, mit Verwaltungsberichten zu tun, wo das Vokabular sehr, sehr dünn ist und dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Ja. Was sind unsere nächsten Schritte? Was wir tun werden müssen, ist nochmal unsere Stopwortlisten auszubauen. Wir haben hier noch kaum mit Stopwörtern gearbeitet. Das ist der nächste Schritt. Ja, können wir auch nochmal darüber diskutieren, was eine sinnvolle Stopwortauswahl ist. Das ist nicht immer so eindeutig. Wir wollen eine Suchfunktion oder mehrere Suchfunktionen entwickeln auf Basis dieser Topic-Modelle, mit der wir uns dann durch die Quelle bewegen können. Und dann kommen hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch weitere Digitalisate rein, die wir dann transkribieren und eben auch dann über diese Topic-Modelle inhaltlich analysieren können. Herzlichen Dank.